Hallo Römerli-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel in der unteren Gletscherhöhle. Und es fängt sehr gut an. Hust. 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 Ja. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Monsterraum mehr. Ich will nicht nochmal diese Ebene machen. Diesen Dungeon machen wir nicht. Ich würde... Nein. Nein, 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 will ich nicht. Ich hab null Bock drauf. Ich will diesen Land hinter mich bringen. Ach ja. Ich freue mich schon auf die Zukunftsmission ganz später. Auf die... Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Vielleicht auch nicht, aber egal. Die Bonus-Episode. Zurück in die Zukunft. So heißt sie zwar nicht, aber... Glaube ich. Aua! Sneebunner, geh weg. Das tut weh, wenn du das machst. Danke. Alter. Können wir bitte die Treppe finden? Ich habe keinen Bock, so lange vergiftet zu sein. Danke, Treppe. Das ist ein Samen. Nein, das könnte ein Blebersamen sein. Ich will ihn haben. Ma, das war ein Plantsamen. Wow. Schön. Super, super, super schön. Hallo Empoleon. 10 Poke. Wow, 10 Poke! 10 Poke, Alter. Wow, ich bin... Oh mein Gott. Gehypt von 10 Poke. Sie werden mir nichts bringen, aber egal. 10 Poke haben oder nicht haben, ne? Ist genauso wie im echten Leben. 10 Cent haben oder nicht haben. Irgendwann... Wirst du beim Bäcker stehen und die fehlen genau 10 Cent. Aber exakt 10 Cent. Alter, als ob gerade alles daneben gegangen ist. Danke. Ach ja, ach ja, ach ja. Dip, dip, dim, dim. Obwohl wir gerade über Geld sprechen. Super, super geile Story. Ich war die letzten Tage, seit 27. glaube ich, also seit Sonntag, war ja bei Telekom irgendwie bei vielen Leuten das Internet weg, bei mir auch. Und das war noch bis gestern, glaube ich, so. Also bis 30.11. Oh, wir sind schon da. Okay, ich erzähle das gleich weiter. Ganz, ganz später. Besucher, welch seltener Anblick. Ich weiß nicht, wer da spricht. Oh, was ist das denn? Hehehe, seid willkommen. Ich bin Frostedier. Ich empfange die gelegentlichen Besucher dieses gefrorenen Hinterlandes. Ihr müsst fürchterlich erschöpft vom Kampf mit diesem Blizzard sein. Ja? Bitte kommt näher. Nein? Willst du mal echt Nasen sehen? So kommt das rüber, Alter. Ihr müsst fast bis auf die Knochen durchgefroren sein. Also lasst mich euch steif frieren, ganz und gar. Halt die Schnauze, nein. Das will ich nicht. Wir haben Rasierblatt und so fixiert. Gut, während des Kampfes kann ich kurz erzählen. Ja, mein Internet war auch weg. Und was macht ein Maxi ohne Internet? Richtig, er geht sich Essen kaufen. Und wow, schon zu Ende. Okay, ich erzähle später weiter. Habe ich es jetzt komplett besiegt? Ja. Und Xerox taucht auch wieder auf. Geil. GG. Wo? Naja, ich erinnere mich. Ich war bei einer Erkundung, als mich dieses garstige Frostetier anfiel. Ihr seid mein Retter, nehme ich an. Vergebt mir meine fehlende Etikette. Mein Name ist Xerox. Ich bin ein Erkunder. Nee, echt? Wow. Ja, ich bin euch aufrichtig dankbar, dass ihr zu meiner Rettung gekommen seid. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre ich wahrscheinlich ewig im Eis eingeschlossen geblieben. Trotzdem hätte ich kaum erwartet, dass meine eisbedingte Unpässlichkeit mehrere Jahrzehnte andauern würde. Meine Güte, es ist, als wäre ich in eine völlig andere Welt gereist. Im Übrigen würde ich euch für die Rettung meines Lebens gerne in irgendeiner Form entschädigen. Allerdings finde ich mich
gerade in einer fremden Welt wieder, ohne ein einziger Poker mein eigen zu nennen. Mir fehlt es an einer Idee, wie ich euch entschädigen könnte. Oh, keine Sorge. Du brauchst uns nicht weiter danken. Trotzdem. Ah, ja, das könnte reichen. Du sagtest, ihr seid ein Erkundungsteam, ja? Ja. Ah, sehr gut. Seht ihr auch, wenn es euch unwahrscheinlich erscheint. Ich war früher selbst Erkunder mit einigem Rang. Meine Güte, ey, Deutsch und Pokémon passt nicht zusammen bei mir. Nun, ihr solltet wissen, ich bin ein Ehrenmitglied des Erkundungsteamverbands. Du bist was? Ein Ehrenmitglied? Korrekt. Ein Ehrenmitglied, wie ich, hat das Recht, beispielhaften Erkundungsteams einen besonderen Status zu verleihen. Und ihr eignet euch sehr gut. Eure beherzte Courage, welche während meiner Rettung belegt eure beispielhafte Beispielhaftigkeit eindrucksvoll. Meine Güte. Deswegen verleihe ich euch den Geheimrang. Was? Geheimrang? Ja, ein Erkundungsteam dieses Ranges ist berechtigt, Spezialmissionen durchzuführen. Spezialmissionen sind streng vertrauliche Erkundungsjobs, die direkt vom Erkundungsteamverband vergeben werden. Streng vertraulich? Verstehe ich nicht. Wow, Dragon, du bist ein Held. Ihr mögt es jetzt noch nicht wissen, aber das werdet ihr zu gegebener Zeit schon noch. Ich muss euren neuen Rang auf einem Erkunderorden vermerken. Alles klar. Geheimrangabzeichen. Wurde dem Erkunderorden hinzugefügt. Super geil. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber Dankeschön. Ach, das war das Mindeste, was ich für euch tun konnte. Ich werde eure Tapferkeit und Güte für mich zu retten niemals vergessen. Ich muss mich auf den Weg machen. Lebt wohl. Alles klar? Okay. Ja, genau, Dragon, du sagst es. Wir haben den ganzen... Ja, ich weiß, wir sollten etwas schlafen. Genau, ja, sollten wir. GG. Wir haben noch so viel Zeit. Wow. Guten Morgen, Doki, auf einen weiteren tollen Tag. Ja. Kriegen wir gebacken, bestimmt. Wir sind jetzt im Geheimrang. Ist klar. Das bringt uns jetzt was? Keine Ahnung. Hä? Irgendwelche Spezialjobs, ja gut. Woher kriegen wir die? Hängen die einfach im Infobrett aus, oder? Was ist da los? Ich weiß es halt echt nicht. Wir nutzen schon mal... Da... Flieh-Op behalte ich mal. Alter, haben wir viele... What? Habe ich echt so viele Orbs mitgenommen? Wir haben keinen einzigen... Wir hatten keinen einzigen verdammten... Monsterraum. Ja, GG. Was ist das? Ist ja behindert, ey. Was hat er für uns? Nur Orbs. Schön. Ich liebe Orbs. Orbs sind super. Immer noch keine Belebersamen. Oh Mann. Ich will Belebersamen haben. Und Top-Elixiere mitnehmen. Das bitte mitnehmen. Genau. Eins reicht eigentlich. Dim. Oh, meine Nase ist schon wieder zu. Das ist doch nicht mehr dein Ernte, ey. Ich hasse es. Egal. Ja, wir haben übrigens mega viel Geld, ey. 22.600 Poke. Das ist super geil. Das ist super fantastikus geil. Du meine Güte, ihr zwei seid schon ein Team. Oh, um einen legendären Erkunder wie Shirox zu befreien. Achso, wow. Ich dachte, du sagst noch irgendwas Cooles. Wie es aussieht, nicht. Was haben wir denn so an Jobs bisher? Kristallstraße, Mitternachtswald und Nullinsel Nord. Nee, Ost. Okay, was gibt's denn hier noch so? Gibt's hier erstmal gucken, ob's hier... eine Fragezeichen-Mission. Klingt geil. Neuer Dungeon entdeckt, das ist auch schön, das nehmen wir gerne mit. Nee, bitte nehme ich mit, definitiv nicht. Zu Wingal Oh nee, ich will keine Eskorten machen. Ich hasse Eskorten. Sie sind so kacke. Und so nervig. Und die Pokémon sind immer so schwach. Das ist so ätzend. Aber wir erkunden jetzt einfach nochmal die neuen Dungeon, glaube ich. Sein Name ist Flimmerhöhle. Flimmerhöhe.
Gehen wir da rein oder machen einfach einen anderen Job? Keine Ahnung, wir haben halt noch ein bisschen. Machen wir Mitternacht? Nee. Aber wieso müssen wir nur eskortieren? Nee, das müssen wir nicht eskortieren. Ah, komm. Auflagen, Partner von Typ Pflanze. Ja, haben wir. Haben wir. Wingerl eskortieren. Oh, schön. Ja, GG, ey. Mal sehen, ob wir es schaffen, Leute. Ich hoffe einfach mal, dass wir es schaffen. Wir machen die Mission jetzt einfach noch 10 Minuten. Alles klar. Vielleicht wird der Part ein bisschen länger. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Was ist das? Nullinsel Ost. Genau. Alles klar. 25 und 28. Nullinsel unterliegt verschiedenen Einschränkungen. Einzelne Schatzbeute gehen von Platz 17 abwärts verloren. Level 1 zurückgesetzt. Alles klar. Warte mal. Items. Das sind 10, glaube ich. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben nicht mal 16. Alles klar. Dann würde ich sagen, ab in die Nullinsel. Ja, GG. Jetzt kann ich noch erzählen, was ich erzählen wollte. Genau. Was macht der Maxi ohne Internet? Er kauft sich Essen. Ich also runter in die Stadt gefahren, hatte kein Bargeld dabei, wollte halt zur Post gehen. Also zur Bank, Volksbank und so. Volksbank, beste Bank. Scheiß auf Sparkasse, braucht kein Mensch. Ach so. Ach, wir haben auch nur, ups. Wir haben auch nur die Attacken, okay. Alles klar, merke ich mir. Ausdauer brauchen wir jetzt nicht, das auch nicht. Und Sandwirbel brauchen wir auch nicht. Der Rest schon. Genau, ich wollte also noch Geld holen, bin halt zur Bank rein und dann, ja, GG, Automaten gehen nicht. Hatte, wie es aussieht, auch irgendwas mit, ich habe keinen Tackle mehr, scheiße. Alter. Wir haben auch keinen. Oh Gott. Komm schon. Wie viel Leben hat denn dieses Yugong? Alter, das kann doch nicht. Danke. Wir sind Level 2, Level 3, Level 4, Level 7. Ne, Level 4. Okay. Genau. Und ich so, ja, GG, geil. Kann mir kein Geld holen. Hatte, wie es aussieht, irgendwas mit der Telekom auch zu tun, dass da die Automaten nicht gingen. Keine Ahnung, auf jeden Fall gingen die Automaten nicht. Ich dann nochmal zu einer anderen Volksbank gefahren, die noch da war. Waren Automaten aber auch nicht im Gange. Und ja gut, dann dachte ich mir so, okay, zahle ich halt mit Karte. Ich also zum Dönermann. Habe ich... Nein, ich habe keine andere Attacke. Ach ja. Ich will irgendwas anderes aus der Tackle lernen, bitte. Okay, das ist besiegt. Okay, wir kriegen 11 Erfahrungspunkte. Gut. Panzerschutz. Wow. Was wollte ich denn? Mann, Alter, ich schweife die ganze Zeit ab. Das ist ein bisschen behindert. Genau. Ich also rein, hab meinen Döner bestellt. Warte dann halt noch die kurze Zeit, bis er fertig ist. Schildern da. Und dann sagt er so, ja, Döner fertig. Ich so, alles klar. Hier auf Karte, bitte. Und er, ganz stumpf, geht nicht. Ich so, wie? Ja, die bieten keine Karte an. Also nicht auf Karte zahlen an. Ja, GG. Ich habe so gesagt, ja geil, dann kann ich nicht zahlen, weil ich habe kein Bargeld dabei und die Automaten gehen nicht. Und er sagte dann so, ja doch, die gehen wieder. Ich so, okay. Dann gehe ich kurz zur Volksbank und hole mein Geld und dann komme ich wieder. Ich also wieder zur Volksbank gegangen. Wollte halt Geld holen. Geh rein, Automaten ging nicht. Super. Ich wieder zurück. Geh so rein in den Dönerladen. Sag so, ja, nee, Automaten gehen nicht. Kann ich, hab kein Geld. Und er so, ja, okay. Dann nimmst du den Döner jetzt mit und dann bezahlst du ihn morgen oder das nächste Mal, wenn du halt hier bist. Und das war halt so geil, das war so unglaublich nett. Ich war einfach sprachlos, als er das gesagt hat. Das war super geil. Weil es gibt halt auch einfach so wenige Leute, die das heutzutage noch machen, dass man dann halt einfach das Essen oder das, was man halt kaufen will, nehmen kann und das dann am nächsten Tag oder so bezahlen kann oder später bezahlen kann. Dann bin ich halt am nächsten Tag nochmal hingegangen. Und hab ihm dann das Geld für den Döner gegeben. Und hab ihm aber auch noch 5 Euro extra gegeben. Weil ich das einfach. Ich fand das so super, dass er das halt mir ermöglicht hat, diesen Döner zu kaufen, obwohl ich kein Geld hatte. Das war geil.
Dann hat er sich irgendwie gefühlt 50.000 Mal bedankt. Dann hat er mir noch eine Geschichte erzählt, dass er das schon mal gemacht hat bei einem Typen. Und dass der dann an demselben Abend mit dem Taxi extra nochmal zurückgekommen ist, um dann den Döner von oder sein Essen zu bezahlen. War auch ganz cool. Ich weiß nicht. Ich fand das super. Und sowas sollte es einfach öfter geben. So, mehr Vertrauen in die Leute stecken. Aber es ist schwierig, weil die meisten Leute dieses Vertrauen einfach missbrauchen. Das ist total scheiße. Ein Müll ist das. Ich glaube, wir schaffen diesen Dungeon nicht mehr, diesen Part, Leute. Wieso hat sich... Hä? Wieso hat sich Corazon jetzt teleportiert? Naja. Oh, komm schon. Ich hasse... Mann, wieso hast du denn so viel Leben, Yugong? Egal, immerhin sind wir schon mal Level 7. Level 7 ist schon mal ganz schick. Hallo Corazon, bist du das Corazon von eben? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne Absorber erlernen. Und ich würde gerne eine freie Nase haben. Oh, so viel, was ich gerne haben würde, ey. Schlimm! Dreistreich. Wir haben gerade mal zwei Attacken gefunden. Genau, Dreistreich, was ist das? Hier geht man auf den drei Feldern vor dem Ding. Oh. Einsatz? Ich kann es erlernen. Bring es einfach mal bei. Moment. So. Kurze Störung. Ich hasse dieses, wenn ich auf Minus drücke. Wird bei dem Emulator einfach dieses, dass der Hintergrund zu gelb ist, also diesen Grafikbug, den wir schon mal hatten. Das fuckt total ab. Aber naja, war ja nur für kurz. Level 8! Komm schon, lass mich Absorber erlernen, Mann. Dragon auch Level 8, schöne Sache. Schöne Sache. Dragon auch Haru auch Level 8. Ja, GG. Aber wir erlernen alle keine neuen Attacken irgendwie, ne? Ja. Nullinsel Ost. Hat Dragon eigentlich noch AP für... Nein, hat er nicht. Ja, super. Es wird Zeit, dass er neue Attacken lernt. Das ist definitiv kein Golbat, oder? Nee, das ist locker kein Golbat. Ah, es ist doch ein Golbat, glaube ich. Oder? Ist das Dito, was sich verwandelt hat? Geh doch weg! Aua! Geh weg, Golbat! Es war doch ein Golbat, okay. Citrobeere, auch nicht schlecht. Die setze ich jetzt auch mal ein. Durch eine Citrobeere steigt, glaube ich, auch unsere KP, ne? Nee. Oder nur wenn wir, glaube ich, volle KP haben, dann steigt unsere KP nochmal um 2 oder so. Oder um 5 oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist Dito. Hallo Dito. Ich glaube, zur Not fliehe ich aus diesem Dungeon. Ja. Ich habe eh keinen Bock auf diese Eskorte, Alter. So haben wir dann schon mal... Weiß ich nicht. So konnte ich die Geschichte zu Ende erzählen. Wir haben die Zeit rumgekriegt. Von diesem Dungeon. Ja, von diesem Part meine ich. Und ja, im nächsten Part gibt's dann schon die nächste Bonus-Episode wieder, ne? Ja, lol. Stimmt. Ha. Man hat so viel, aber auch einfach keine Erfahrungspunkte kriegt, wenn wir mit dem Dungeon ist. Das ist total kacke. Das ist ja mega behindert. Ha. Absorber erlernt. Ja gut. Brauche ich jetzt nicht mehr, denn jetzt setze ich gleich einen Flea-Orb ein und fliehe aus diesem Dungeon und... Und beende dann den Part. Denn... Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach noch mega schlimm wird, wenn wir jetzt hier weitermachen und Sonfee Level 1 halt bleibt. Das ist total scheiße, dass Level 1 bleibt. Ich würde die Eskorte wahrscheinlich nicht packen. Und darauf habe ich dann keinen Bock. Aber naja. So haben wir Zeit rumgekriegt, Leute. Und in der nächsten Folge gibt es dann eine weitere Bonus-Episode. Ich lagere noch schnell gleich die Items alle... die wir haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.